Prinzessin Estelle von Schweden? So wird sie auf den Thron vorbereitet. Prinzessin Estelle wird eines Tages die Königin Schwedens sein. Die Royal-Etikette beherrscht die 12-Jährige schon jetzt perfekt. Bei einer Veranstaltung stellte sie nun sogar ihre Mutter Victoria in den Schatten. Prinzessin Estelle, 12, sie wird bereits auf ihre Rolle als zukünftige Königin vorbereitet. Mitten auf der kleinen, romantischen Insel Djurgården in Stockholm lockt seit vielen Jahren ein Skulpturenpark die Touristen an. Vergangene Woche wurde ein weiteres Kunstwerk feierlich eröffnet. Doch das stand nicht wirklich lange im Vordergrund, sondern eher die prominenten Ehrengäste. Prinzessin Victoria, 46, und ihre Tochter Estelle, 12. Bei strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen präsentierten sich die beiden nicht nur in bester Laune, sondern auch als inniges Duo. Und siehe da, den königlichen Auftritt beherrscht Estelle mittlerweile genauso perfekt wie ihre Mutter. Würdevoll, aber immer mit viel Herz und stets einem Lächeln im Gesicht. Natürlich. Nach Victoria wird eines Tages auch Estelle Königin von Schweden. Und darauf hat die Mama sie jetzt schon bestens vorbereitet. Wie heißt es so schön? Früh übt sich, wer ein Meister werden will. Im Skulpturenpark ging Estelle ganz offen auf die Menschen zu, schüttelte herzlich Hände, ließ sich sogar umarmen, übte sich in Plauderei, und es war deutlich zu sehen, wie stolz Victoria auf ihre kleine Königin war.